Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ratchet & Clank und wir gehen nochmal in eine Mission. Um einen Abwehrschirm, um das Tal zu errichten. Ja. Irgendwo hier müsste es noch... Ich sehe ihn schon. Alter. Da ist er schon. Da. Mal nach da hinten. Da glitzert er. Da ist eine Gravirampe. Alter, wie mies. Ich habe jetzt offscreen nochmal den Planeten halt abgesucht und geguckt. Okay, wo könnte der Bolt sein? Ich habe nichts gefunden. Das einzige, ja, was möglich war, ist, dass der irgendwo in diesem Feld ist. Ja. Ich glaube, man kann die Mission auch jetzt beenden. Deswegen, ich glaube, wir können einfach verlassen. Also, ich bin hier nochmal in jede Mission halt gegangen und ja, hab das jetzt quasi beendet. Also die drei. Hab da nichts gefunden, weil jetzt beim vierten habt ihr dann gerade gesehen. Oh, Bolt. Und dann habe ich schnell neu geladen und ja. Naja. Ah, das hat lange gedauert. Okay. Aber hier müssen wir nicht hin. So. Damit dürfte Aridia komplett sein. Metropolis fehlt uns tatsächlich. Den will ich jetzt auch noch schnell nachholen. Das dauert ja nicht so lange, hoffentlich. Da habe ich auch schon offscreen geguckt, aber ja, auch nichts gefunden. Und deswegen letzte Vermutung. Entweder da irgendwo noch, in dem letzten Kuppelding, oder in einer von den Missionen. Da die Missionen jetzt zuerst sind, gehe ich erstmal da hin. Zurück zu deinem Schiff Countdown. Wir kriegen ja gar kein Geld dafür, sehe ich gerade. Was? Warum kriegen wir kein Geld dafür? Welcher war nochmal was? Hä? Einer von denen hat doch wie viel Geld noch gebracht. Oder? Was war das hier? Ah, da musste man die Brücken, ne? Da musste man die Viecher platt machen. Da mussten die großen Schiffe besiegen. Und da mussten wir mit dem Geschützturm. Ich denke mal... Ich nehme einfach mal das hier. Ich nehme mal diese Lufthoheit. Ich glaube, die geht schnell vorbei. Obwohl, wir müssen sie ja nicht schaffen. Stimmt. Ich komplett vergessen schon wieder. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben ja unendlich Zeit bei dieser Mission. Ja, das ist schon mal sehr gut. Ja, okay. Also, irgendwo... Ist der hier drin? Kann man hier reinfliegen? Man kann nicht da rein? Und hier unten? Nee. Unten kann man auch nicht rein. Okay. Ich flieg mal bei euch so lang. Was ist da? Da kann ich gar nicht hin. Okay. Und da hinten auch nicht wahrscheinlich, ne? Und hier? Hier kann ich fast rein. Hier auch. Okay. Müssen wir mal gucken. Hier ist nix. Kann ja sein, dass man den Bolt wirklich so nur bekommt. Nee, hier kommt man aber nicht rein. Ah. Also in die Tower kommt man überall nicht rein. Oh, warte. Könnte ja auch unten sein. Na, warte, ich gucke erstmal oben alles. Ich gucke erstmal oben. In die Tower kommt man wahrscheinlich nicht rein, ne? Nee. Du da unten? Nee. Okay. Also Tower sind alle zu. Der ist sogar abgesperrt hier. Da kommt man gar nicht rein. What? What? Als was? Hey!
Wie random ist der denn bitte versteckt? Ich dachte, der wäre jetzt entweder in einen Turm kann man doch rein oder im Untergrund irgendwo. Dass der irgendwo hier so unter einer Brücke ist. Aber so random an so einer Rampe? Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Das macht null Sinn, sorry. Das macht gar keinen Sinn. Das ist einfach nur komplett random. Obwohl, da erinnere ich mich an noch so einen Bolt, der ultra random war. Diesen einen miesen Bolt. Ich habe die Folge auch mieser Bolt genannt. Mit dem Bolt da in dieser Canyon-Strecke, da mit diesem Hover-Schiff-Board-Dings. Dieses Rennen da. Boah. Na gut, dann brauch ich schon mal gar nicht mehr da hinten zu gucken. Aber wir könnten was anderes gucken. Ich erinnere mich da gerade an etwas. War das hier? Hier gab es doch noch irgendwo so einen Teleporter. Hier. Teleporter defekt später wiederkommen. Hä? Der funktioniert immer noch nicht? Aber was ist denn das? Steht das irgendwo? Ist das ein Stilpunkt oder so? Oder... Ja, wo kann man die Stilpunkte denn schauen? Extras wahrscheinlich. Cheats? Großkopfhelden. Achso, dann kann man... Kostüme? Oldschool Ratchet? Ah ja, der ganz alte Schneemann. Achso, wir könnten uns... man kann die ja kaufen, okay. Anzug Ratchet. Hirnhammer? Robohahn? Hilftrupp? Roboter? Sumo? Ninja? Oh, Ninja sieht cool aus. Die kann man wahrscheinlich alle auch kaufen, ne? Also, alle jetzt schon, oder? Ja, komm, wir kaufen die einfach mal. Ja, okay, nicht die. Ich will eher so... Komm, die coolen will ich haben. So, Ninja, Sumo. Was, der kostet 6? Was ist denn das für einer? Hirnhammer und Robohahn. Ja, komm, der Hund ist ein Robohahn. Und hier fehlen mir noch 4 Stück für. Warte, bin ich jetzt so ein Robohahn? Also, ich will schon die aktuelle Rüstung halten. Stilpunkte? Erreiche Arcade Perfection. Ach so. Florana. Ach so, ja. Schlage helleres Bestzeit. Ja, die ganzen Sachen lassen wir einfach. Sei ein Scharfschütze. Aha. Ah ja, muss man ohne sich treffen zu lassen. 2002 war ein gutes Jahr für die Stadt. Ist das der Stilpunkt? Ich erinnere mich an eine Aussage, aber ich weiß nicht. Nee. Ich guck da mal im Internet nach zu. Haha, hat mich nicht getroffen. Jetzt müsste er mich treffen. Okay. Egal, wir haben die Bolts irgendwie gefunden. Also der war ja auch schon nervig zu bekommen, weil du halt der nicht in allen Missionen ist anscheinend. Der andere war halt komplett random. Wow. Naja. Gehen wir mal zu Quarks Versteck. Mal sehen uns mal, was es da erwartet. Mit unserem grünen Schiff. Schiff. Quarks Versteck. Toller Planet. Warte, haben die Junge, der Rausschmeißer ist im Angebot. Wenn du schnell bist, kriegst du noch einen Rabatt von 10%.
habt wohl echt gute Beziehungen. Ich hasse es. Dieses blöde Microsoft, das immer das Mikrofon ausschaltet. Ich mag es nicht. Ich habe es gerade noch gesehen, dass es sich deaktiviert hat. Ich weiß noch gar nicht. So viel habt ihr nicht verpasst. Ich glaube, es waren tatsächlich nur ein paar Sekunden. Aber ich hasse es, dass das sich deaktiviert immer. Oh Gott. Den kaufe ich mir noch nicht. Auch wenn es nicht schlecht wäre, den sofort zu leveln. Aber ich will... Ich weiß halt nicht, wie teuer die Rida wird. Die wird wahrscheinlich wieder 1 Million kosten. Oh, das war knapp. Hier nehmen wir mal den. Ninja-Verteidigungssystem, okay. Sieht so aus, als würdest du ein Warpfeldgerät brauchen, um an diesem Kraftfeld vorbeizukommen. Auf dem Planeten Aridia kannst du eins organisieren. Aha. Und drücke das Wortfeld an, dann kannst du das drücken. Jederzeit Wortfelder verschwinden mit der Zeit. Ach so. Aha. So, hoffentlich levelt sich die Waffe jetzt mal. Ja, so muss das doch. Die N90 Hurricane. Okay. Die ist ganz lustig. Man kann auch jetzt einfach gedrückt halten. Alles kaputt. Okay. Reicht. Die Waffe kommt jetzt erstmal weg. So, den N90 können wir jetzt tauschen. Warte, was haben wir am zweiten Ring? Ah ja, den müssen wir auch noch leveln. Dann kommt hier erstmal der Rausschmeißer, würde ich sagen. Das ist eine gute Waffe. Der Rausschmeißer. Magisch. Magisch, magisch, magisch. Ach, das Fluxgewehr ist ja auch fertig, ne? Dann könnten wir hier nämlich den Turm setzen. Und das Fluxgewehr würde ich dann auch gerne wieder hier oben haben. Zack. Und die Blitzhydra dann hier, wo der Turm ist. Ja. Die Peitsche behalten wir, die Bombe behalten wir, den behalten wir, dit und dit. Und hier kommen die Levelwaffen hin. Jo. Okay. So. Neue Weapons. Wir brauchen den Mini-Handschuh. Mach sie fertig. Mach sie fertig. Aua. Level gut. Mach ihn fertig. Mist. Keine Muni mehr. Nö, ich will jetzt nicht nochmal Muni sammeln. Lava! Okay, wir sind tot. Okay. Vielleicht habe ich eben ein bisschen zu sehr krass rumgetollt mit dieser Waffe. Vielleicht sollten wir das lassen. Nein!
Mistplattform. Mistvieh. Mistvieh. Ninja-Verteidigungssystem aktiviert. Ah, sie ist auch endlich voll. Und ja, endlich die Meteor-Pistole. Und die ist so viel geiler als diese Meteor-Pistole vom zweiten Teil. Weil die Meteor-Pistole im zweiten Teil hat ja so geschossen. So bum, 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 bum. Aber das hier ist genau das, was ich damals von der Meteor-Pistole mir erwünscht habe. So ein, ja, was richtig Geiles halt. So ist die Lava-Pistole mega geil, einfach. Wow. Die ist echt cool geworden. Sehr schöne Waffe. Die Power ist halt auch heftig von dieser Waffe. Ich weiß gar nicht, wie krass die ist. 700! Alter, die ist ja mega stark. Ja, Gefecht zum Handschuh. Dich melde ich ins nächste Level irgendwie. Oder diese komischen hier Schicksalsagenten. Macht sie fertig. Macht sie fertig. Nice. Nanotech Boost. Okay, hier gibt's noch Küsten. Fertig. Ciao. Oh nö. Okay. Die sind leer. Die sind leer. Ach, die Klinge, ne? Oh, der Ultraschild ist ja schon Ultra. So, holen wir jetzt die Scheibenklingen. Bam. Warte, wir sollten mal gucken, wo hier die Geheimpoints sind. Also, da ist ein geheimer Weg, okay. Da komme ich aber jetzt noch nicht hin. Und da hinten. Ah, an das kann ich mich, glaube ich, sogar erinnern. Da musste man so einen Wandsprung machen. Ah ja, okay, das ist wieder sowas. Ninja. Hm. Muni haben wir genug. Nein, falsche Taste. So, mal gucken. Was erwartet uns hier? Bam! Die Jackpot-Kiste vervielfacht für kurze Zeit alle Gewinne. Oh ja, das war das. Nein! Alter, ich kann mich gar nicht lenken. Du hast die Mini-Gefecht zum Handschuh V3. Egal, wir haben trotzdem gut abgeräumt. Ich konnte mich halt null bewegen, ne? Alter. Okay. Ich konnte mich gerade null bewegen. Also wirklich gar nicht. Dieses Eis ist mega heftig. So, hier müsste es diesen Bolt geben. Oder? Au.
Hä? Was machst du? Okay. Okay. Alter. Was nicht hier irgendwie? Dass man hier einen Wandsprung machen muss? Nee, falsch. Ja. Aber wie? Das ist da oben drauf halt. Vielleicht nicht von hier, sondern von da hinten aus. Oh. Sorry. Okay, anscheinend muss man es doch so machen. Oder auch nicht. Wow. Und was genau hätte ich da jetzt tun sollen? Wow, wir haben keine Muni. Was genau hätte ich da jetzt tun sollen? Wie soll ich denn da hochkommen? Hä? Oh, shit. So, das ist... Hallo. Boah, Alter, man kann sich null bewegen. Boah. Okay, was muss man hier machen? Gibt's hier irgendein Secret? Irgendein Schalter? Okay. Hä? Irgendwo hier muss es ein Secret geben. Aber es gibt es nicht. Man muss irgendwie da drauf kommen. Warum hat er sich nicht festgehalten? Oh, Alter. Okay, gerade nervt es ziemlich hart. Was soll ich denn hier machen? Wie soll ich da oben hin?
Alter, kannst du dich bitte bewegen? Meine Fresse, ist das ein Scheiß mit diesem Eis. Alter. Komm, komm, einfach. Kluft. Saug ihn ein. So. Werd eingesaugt. Hä? Krieg ich keinen Schaden dadurch? Oh, was ist denn das? Alter, wie viel hält er denn aus? Stirb! Ah, warte mal, was ist denn hier unten? Hier sind wir noch nie reingegangen. Vielleicht ist hier ja irgendwas. Nö. Au. Und vielleicht kann man das erst später machen? Alter, diese Steuerung. Ey, ist diese Steuerung zum Kotzen? Alter, ich kann nicht an die Leiter. Oh Gott. Was ist das für eine miese Steuerung? Wenn jetzt nochmal drauf gehen, ey. Ja. Ich kann nicht Dingens nutzen. Ja, moin, spring doch gleich in den Laser. Achtung. Ach du Mist. Geh weg. Kameras weg. Was soll ich denn hier machen? Vielleicht geht es wirklich erst später. Jetzt bitte halt dich an der Kante fest oder spring drüber. Ja, meine Güte, ist doch nicht so schwer. Schicksalsagenten, mach sie fertig. Wait, warum ist hier ein Hyperseil? Wait, warum ist hier ein Hyperseil? Gott, endlich auf. Oh, du gehst mir auf den Nerv da hinten. Sterbe er einfach bitte. Danke. Hä? Aber wie kommt man denn da hin dann? Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie sehr suspekt. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Nicht viel zumindest. Die geben viele Bowls. Okay, hier sind wir durch. Ja, hier kann man ja auch mal richtig kämpfen, ey. Nicht mit diesem scheiß Eis. Haben wir gerade. Oh, die sind auf Maximum.